Hey, das war meiner! Klopf sie das nächste Mal nur weich und überlass den Todesstoß mir! Na, wie geht euch das? Ein KI-Kampf am Morgen vertreibt wieder Kummer und Sorgen. Vielleicht bringt das auch schon am Abend raus, mal gucken. Wir sind auf jeden Fall wieder in Stronghold 2 in Crusader. Ist sicher ein 2 gegen 3 gewünscht worden und ja, da habe ich mal was ganz passendes hier rausgesucht. Einmal Lord Barclay, der Hammer, zusammen mit Olaf Grimzahn, den Wikingerfürsten, gegen Sir William, Sir Grey und Lady Saren. Also ja, eine Ansammlung von Königstreuen. Wir spielen auf Peanut Gallery von Lord Hühnerfutter. Und ich würde sagen, wir gehen hier auch direkt einmal rein. Ja, heute mal Aufnahme wieder alleine ohne SkyMax. Ja, könnt euch schön entspannt im Bett zurücklehnen und dabei schön das Lazy Man Workout machen. Schön mit einem Elastikband unten um Fuß und dann um die Hand und dann immer bum, bum, bum. So soll es sein. Ja, wir haben hier auf jeden Fall eine Burg von Lord Barclay, dem Hammer, die wir noch gar nicht gesehen hatten, glaube ich, in den KI-Kämpfen. Und das ist eine, wo der Bergfried deutlich weiter nach vorne verschoben ist. Und auch Olaf sollte hier eine Burg haben, die er bisher, glaube ich, noch nicht gebaut hatte. Da geht der Fluss nicht ganz gerade durch sein Dorf durch, sondern so ein bisschen verschnörkelt. Aber das können wir später beobachten. Jetzt wird er hier gleich von Anfang an so ein bisschen wild. Wo will er hin? Oh, Lady Saren fühlt sich sofort bedroht, macht hier gleich eine Notrekrutierung. Ja, Apfelfarm und Steinbruch mitgenommen ist schon eine ordentliche Kolonne, kann man so sagen. Ja, da kommt auch schon wieder was nach. Geht hier jetzt sogar auch schon in das Hinterland und wird hier unten sogar schon verfolgt. Interessant, aber ja, Burg ist natürlich noch einige Zeit offen. Interessant. Haben wir auch gerade einige Zeit toten Winkel so ein bisschen gehabt. Die wurden gerade gar nicht so richtig angeschossen. Jo, aber ich glaube, die hat jetzt so viele Schützen hier auf ihren Mauern. Das hat ihr auf jeden Fall ganz gut getan. Also erstmal noch alles entspannt hier bei ihr. Noch kein Kornspeicher, noch keine Waffenkammer weg. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich gegen Olaf. Ja, wir gucken mal. Genau, man erkennt hier schon so ein bisschen die Grundausrichtung von der Burg hier vom Hammer. Der Bergfried direkt hier vorne, also wenn die Angriffsschützen da sind, können die hier auch noch relativ gut mitschießen, könnte aber vermeintlicherweise trotzdem im Verhältnis seine schwächste Burg sein, weil wenn das große Torhaus hier kommt, ist man direkt in der Burg drin. Die anderen Burgen haben ja alle noch einen Doppelring, da muss man sich erst durch mehrere Torhäuser durchnagen. Ja, wir gucken mal hier ganz kurz bei Olaf. Ja, der buddelt gerade noch so aus. Ist ja so ein bisschen gemacht worden. Die sind hier alle einzeln gesetzt, damit die Bauschritte so ein bisschen verzögert werden, damit nicht alles auf einmal gebaut wird. Das ist dafür das einfachste Mittel. Und ja, hilft ihnen eben auch dabei, gerade am Anfang schon ganz gut Truppen am Start zu haben. Man sieht hier jetzt auch schon, ja, wir kriegen sich ja auch schon so ein bisschen. Also Olaf schickt tröpfchenweise hier immer mal so ein bisschen was rein. Ja, so ein Einzelner, das ist natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Nee, Pechkipper ist noch nicht am Start bei ihr. Ja, was sagt denn die Lage hier oben? Sir Grey, ja, auf jeden Fall auch schon aktiv. Ich gucke mal in die Zahlen rein. Jo, der Junge hat schon über 100 Truppen, der alte Mann hier, Sir Grey. Will hier auch gerade reinschwimmen. Ja, war sogar gar nicht mal so schlecht. Hat die Schützen hier in der offenen Stellung einfach mal noch mitgenommen. Ja, da wurde jetzt das Tor ausgesetzt. Jetzt sind sie sicher. Ja, bei Lord Barclay wird es natürlich darum gehen, der muss hier allerhand Steine ran scheffeln. Und ja, man sieht schon, er wird hier so ein bisschen dabei bedrängt, da oben an der Stelle. Also, das ist natürlich eklig, wenn die ganzen Ochsenjockel da immer noch abgeschossen werden. Könnte mir vorstellen, ja, Baumeistergilde, Balliste auch schon am Start. Wenn die besetzt sind, kann er sich da oben vielleicht ein bisschen besser gegen wehren. Dass er auch mal die Steine reinbekommt. Aber ja, drei große Türme auf jeden Fall schon am Start. Okay, Sir William ganz oben kommt er auch irgendwie gerade runter. Gucke mal hier. Ja, Olaf wieder am Plündern. Ja, ach, da kommen sofort wieder welche nach.
Aber er klackern hier gegen die Mauern, das ist natürlich nicht so erfolgreich. Und hier ist das etwa gleich schon ein Doppelangriff oder was? Oha, da sind richtig viele am Pieksen. Das sind noch die von Sir Grey gewesen. Und da kommt jetzt eine ordentliche Lanzenträgerkolonne nochmal nach. Die sind ja mit der New Balance nicht zu unterschätzen. Die sind da ja schon deutlich stärker. Man sieht, wie weit die kommen. Also das war gar nicht mal so ungefährlich. Und hier oben, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4. Ja, ist schon eine Katapulttrommel. Das tut schon weh, muss man sagen. Uiuiui. Dicker Turm vorne auch weg. Ja, die Schützen, die hier runtergefallen sind. Auch nicht so geil. Okay. Das sieht schon ziemlich schlecht für ihn aus. Ja. Man muss natürlich sagen, das Team hier ist in Unterzahl. Und wird es natürlich so oder so schwer haben. Ich dachte gerade, Olaf will hier zur Unterstützung einmal rüberkommen, aber sieht doch nicht danach aus. Ja, was macht der Junge denn? Die Seren hat er auf jeden Fall nicht ganz so gut beackert, wie er vielleicht hätte machen können. Ja, das sind Ausfalltruppen gewesen, eindeutig. Die haben wieder so einen kleinen Rückzieher gemacht. Aber wir gucken erstmal hier oben hin. Ja, meinen seine Schützen auf dem Bergfried sind natürlich seine Notversicherung hier. Ansonsten wäre das schon ganz düster geworden. Die Türme hier wurden ja schon mehrmals eingeschossen. Uiuiui. Und jetzt rattert die Build-Order durch. Jetzt werden auch die ganzen Gebäude hier hinten schon mal gebaut. Das wird Lord Barclay auf jeden Fall einige Steine kosten. Oh, jetzt aber schnell hier rüber. Olaf greift an. Huiuiui. Ja, wurde aber aufgehalten hier. Da kommt jetzt nochmal eine Truppe nach. Ja, aber Lady Seren scheint mir relativ sicher zu stehen. Seine Leitern, ja, die braucht er sowieso nicht, weil Burg ist eh offen. Aber wir gucken uns den Sachverhalt hier mal an. Ich glaube, das ist schon wieder ein Doppelangriff von Sir William und Sir Grey. Ja, also wenn er ausgebaut ist, ist er natürlich, wie wir ja schon öfter gesehen haben, vermutlich hier mit einem kleinen Abstand die stärkste KI, ähnlich wie der Wolf in Stronghold 1. Das sind einige Katapulte. Ja, aber gegen mehrere sieht der Sachverhalt natürlich anders aus. Jetzt kommt sogar der Belagerungsturm an Tahesma. Ja, gut. Da bringt er jetzt nicht mehr. Oh, das sind aber richtig viele Lanzenträger. Sieht aber fast so ein bisschen danach aus. Schützentechnisch ist er ganz gut aufgestellt. Burg ist jetzt aber natürlich offen. Also Situation könnte besser aussehen. Ja, wie fett knubbeln die sich jetzt hier? Das ist die Frage. Ein bisschen mehr halten die Schwertkämpfer ja aus. Die kommen vielleicht noch ganz knapp hier auf den Bergfried ran. Ja, aber das war's. Trotzdem auf jeden Fall eklig, weil ein paar Schützen, sehr überlebenswichtige Schützen, haben sie ja trotzdem mitgenommen. Und ja, der alte Sir Grey, der ist hier richtig auf Zack. Katapulte hier vorne in Stellung gebracht, beschießt den Hammer immer und immer weiter. Ja, Olaf muss sich hier so ein bisschen was einfallen lassen. Oh Gott, die Schützen hier. Ja, die marschieren da einfach rüber, die Schwertkämpfe. Gibt überhaupt kein Problem. Ich glaube, Lady Seren hat sie schon angegriffen. Ich bin mir unsicher, wahrscheinlich nicht. Obwohl, sie hat 150 Truppen. Ja, der Hammer hat knapp über 100 Truppen. Aber bei ihm, ja, geht es halt darum, jetzt ist natürlich auch sein großer Ballistenturm kaputt. Er sorgt jetzt hier mal eigentlich gar nicht so übel, dieser kleine Ausfall hier mit seinen Schwertkämpfern. Dass er da mal für ein bisschen Ablenkung sorgt. Da steht jetzt mal wieder ein großer Turm. Ja, aber er musste halt relativ schnell die Balliste nachbesetzen. Und ich glaube, oh, da hat Olaf gerade angegriffen. Man sieht das hier brennen. Lady Seren hat also ihren Pechbottich am Start. Da kommen jetzt auch zwei Rammböcke. Gucken. Ja, nee. Und tschüss. Ja, jetzt aber ganz schnell hier einmal rüber. Nee, ich glaube. Und vielleicht eine sogar Sir Grey. Ich gebe auf. Da hat Sir Grey tatsächlich den dicken Hammer weggeholt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Von Sir Grey. Hervorragend.
Dieses Monstrum sehen wir so schnell nicht wieder. Ja, da freut er sich. Naja, ich gönne dem alten Mann das auch mal. Erfahrener Stratege und jetzt ja, schwenkt hier sofort alles auf Olaf um. Ich denke, wir brauchen nichts vormachen hier. Olaf, der sowieso schon eher eine Spieler-KI ist mit so einer offenen Burg. Und ja, gerade mit so einem Fokus auf dem frühen Spiel und die ganzen Störangriffe. Was jetzt hier alles ankommt, ey. Huiuiui. Vermutlich, oh, ist das nochmal ein Angriff von eine Olaf? Nee. Von Olaf Grimzahn. Odin, verlass mich jetzt nicht! Oh, oh, oh. Sir Grey will sich hier den Kill holen und holt ihn auch. Eine Nachricht von Olaf Grimzahn. Das Gelage von Valhalla erwartet mich. Ja, also wir konsternieren. Ja, warum auch immer Olaf der mächtigste Herrscher ist. Man weiß es nicht. Also der Mann des Spiels hier auf jeden Fall Sir Grey gewesen. Der ist ja richtig quirlig unterwegs gewesen. Sogar gegen den Hammer hat er einfach abgeräumt. Ja, gerade die Doppelangriffe von Sir Grey und Sir William sind schon ordentliche Hausnummer gewesen. Ich würde sagen, wir wechseln hier einmal die Karte. Sir William würde ich da oben in der Mitte belassen und gehen jetzt hier auf Dogfight von Pilaf. Die andere 2-3 Karte, die vor, naja, ist bestimmt auch schon fast ein Jahr, wo die gemacht worden ist. Ja, aber ich hab's ja gesagt, könnte schwierig werden. Also vermeintlich die schwächste Burg vom Hammer, da man da eben deutlich leichter reinkommt als bei den anderen Bogen. Ja, Knackpunkt ist bei ihm natürlich so ein bisschen, wie er an die Steine rankommt. Da sieht man jetzt schon wieder hier, Sir Grey wollte sofort gleich wieder einen Ausfall machen, aber da zieht er sich nochmal zurück. Gibt ihm nochmal eine kleine Gnadenfrist. Ja, hier 2 Steinbrüche. Relativ nah, die sind schon fleißig am Ackern. Ja, das Team hat natürlich jetzt einiges gut zu machen hier. Da gucke ich jetzt nochmal. Oh! Oh, oh, oh! Hier geht's aber richtig zur Sache. Moment. Was ist das gewesen? Das war ein Kornspeicher. Eieiei, da hat er einfach mal von Lady Saren den Kornspeicher mitgenommen. Ja, guter Mann. Also Olaf will die Niederlage aus dem ersten Spiel, glaube ich, nicht auf sich sitzen lassen. Mal gucken, sie hat auch viel weniger Truppen als beim letzten Mal. Da hatte sie sich ja bedroht gefühlt und schon so viele Truppen rekrutiert, dass sie quasi von Anfang an fast so ein bisschen sicher gewesen ist. Und ja, Olaf, weiß ich nicht, der wirkte einfach so ein bisschen hilflos, kann man fast sagen. So, als wenn man 24 Stunden am Autoscooter fahren ist, nach 12 Stunden, nach der Hälfte, kriegt man dann das erste Mal zu essen, eine schöne Pommes, muss sie aber bei der Fahrt essen. Ja, und dann... Ja, gut, wir gucken mal beim Hammer. Der wird hier nämlich auch schon wieder so zur Grey beackert. Ah, der ist den Schützen da vorne relativ schlecht ausgewichen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, er wäre die angegangen. Also vom Gefühl her kriegt er hier jetzt schon deutlich besser die Steine rein, muss man sagen. Also das große Torhaus stand, glaube ich, beim letzten Mal definitiv noch nicht. Jetzt kommt noch eine Lieferung. Der dicke Turm auch schon am Start. Ja, wir behalten den Sachverhalt mal im Auge. Gucken hier so ein bisschen mal auf Olaf. Hat schon ein paar Lanzenträger und sowas hier alles am Start. Ach, der ist hier gerade auch unterwegs da hinten. Na gut, gibt überhaupt kein Problem. So wirklich Truppen angesammelt hat sie hier irgendwie noch nicht. Hui. Oh, Angriff von Olaf zusammen hier mit so einem Störangriff. Die kommen ja fast schon bis auf den Bergfried. Das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Er schickt hier wieder einiges entgegen. Aber er kommt sofort auf den Bergfried. Reicht aber noch nicht, muss man sagen. Er kann hier in der Zwischenzeit aber ordentlich abräumen. Die ganzen Wirtschaftsgebäude, die sie sonst hätte, das ist hier gerade richtig spannend. Die Baracken hat er einfach mitgenommen. Eieiei, was ist hier mit Olaf los?
Der dreht hier komplett am Rad. Ja, Pechgrube nachgebaut, sofort wieder weg. Und die Baracken stehen noch nicht wieder. Irgendwer greift gerade an. Das beobachte ich jetzt nochmal fix. Ja, das ist... Ist das Sir William? Ja. Das sind die roten Truppen von ihnen. Aber Hammer steht. Burg ist geschlossen. Weiß ich gar nicht, ob er das beim letzten Mal überhaupt geschafft hatte. Auf jeden Fall, ja, Rundturm hinten steht auch schon. Denke, dagegen kann er sich gar nicht mal so übel verteidigen jetzt. Müsste, glaube ich, auch ein Doppelangriff sein. Ja. Sammeln sich hier so ein bisschen, aber letztlich hat er sich hier doch recht souverän verteidigt. Aber muss er auch. Man darf nicht vergessen, Hammer und Olaf sind halt in Unterzahl. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal hier nochmal so ein bisschen weiter um. Ja, Olaf rennt einfach immer in die Burg von Lady Sarin. Macht hier komplett Terror. Ist das etwas schon wieder der Kornspeicher gewesen? Uff, die muss ja so wenig Schützen haben, dass er hier einfach schalten und walten kann, wie er will. Ist hier schon wieder, er macht sogar einen Rückzieher. Er will ihr nochmal eine kleine Gnadenfrist hier geben. Oha, und jetzt kommt er mit doppelt so vielen. Ja, Moment. Kann das sein, dass er auch mal einfach hier auf den Bergfried drauf rennt? Sie ist ganz, ganz leicht angehackselt. Ja, und er räumt hier in der Zwischenzeit halt einfach die komplette Wirtschaft ab. Wo, hallo? Ach, da hinten hat sie eine Farm. Aber eine selbst Nachricht die kriegt Olaf. Oh! Diese Länderei gehört der Kirche. Hinfort! Oh! Ich glaube, Lord Barclay greift hier gerade an. Jo! Ja gut, das wird sie nicht überleben. Definitiv nicht, nee. Da würde ihr keiner mehr zur Hilfe kommen. Nicht mal ihr treuer Sir William, der guckt einfach zu. Eine Nachricht von Lady Sarin. Mein Licht verlöscht in der Nacht. Ja, während ihr Licht in der Nacht verlöscht. Das ist richtig bitter. Oh, 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 oh. Eieiei. Eine Nachricht vom Hammer. Ein weiterer Sieg für meine Revolution. Ja, aufpassen hier. Sir Lord Barclay hier gerade angegriffen. Ist jetzt natürlich selber schutzlos gerade. Das ist nicht zu unterschätzen, der Knubbel gerade. Uff, komm nie. Bist du auf dem Bergfried? Nee, ganz knapp nicht. Puh, da musste er aber gerade ordentlich durchschwitzen. Jetzt haben wir ja erst hier quasi Gleichstand hergestellt. Ein 2 gegen 2. Lord Barclay und Olaf gegen Sir William und Sir Grey. Ja, Lord Barclay über Sir William anzusiedeln, aber Sir Grey im 1 gegen 1 schon stärker als Olaf. Oh ja, jetzt kommt hier so eine richtige Plündertruppe von Olaf. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Sir Grey gehen, würde ich stark von ausgehen. Weil, ja, Sir William da hinten in seiner Ecke, der wird wahrscheinlich auch richtig Goldvorräte haben. Jo, 7000 Gold. Mit Abstand die meisten Truppen. Aber Olaf versucht sein Glück hier. Ja, schön mit vielen Leitern mal gucken. Findet er irgendwo eine Stelle, wo er hochlaufen kann? Ja, da hinten. Da kommen einige, ja, von zwei Seiten sogar. Stürmt hier schön die Mauern, aber ich denke, Sir Grey zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, nee, da hat er noch zu viele Wertkämpfer, mit denen kann er sich einfach verteidigen. Aber das gibt natürlich jetzt alles auch dem Hammer Zeit. Der hat jetzt schon 180 Truppen. Also wirklich Goldvorräte hat Olaf nicht angesammelt. Aber gut, muss er auch nicht, wenn er einfach mal so ein bisschen Unterstützung leistet und Sir Grey hier klein hält. So, geht's mal höher. Jetzt kommt wieder ein Angriff von Sir William, aber kein Doppelangriff diesmal. Also, er hat das Team der Königlichen hier definitiv aus dem Tritt gebracht. Muss man natürlich sagen, das war natürlich ganz klar die Arbeit von Olaf. Dass Lady Sarin von Anfang an so krass klein gehalten wurde. Oh ja. Kommt jetzt wieder eine richtig dicke Schwertkämpferkolonne. Ja, man merkt, normalerweise der Hammer zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ sicher. Oh, Olaf.
rennt voll in den Pechkipper rein. Eieiei, ich wollte ihm doch eigentlich nur helfen. Ja, der wird jetzt aber hier oben die Steinbrüche kaputt machen, jawohl. Kommt hier wahrscheinlich auch ganz gut durch. Ja, ist das ein Angriff gerade gewesen? Nee, ich glaube nicht. Weil mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen, ja, jetzt rückt der Hammer Donner nicht aus. Der hat schon 270 Truppen jetzt. Uff. Ja, jetzt rückt er aus. Über das hintere Torhaus hier, ja, schön aufgestellt, Katapult. Zwei Tribocke, die auch schießen, ja, so ein bisschen eklig von der Seite hier. Oh, und spätestens, wenn die ganzen Ställe und so stehen, wenn er die sich vom Gold leisten kann, dann wird's für die Gegner richtig, richtig eklig. Oh. Ich habe getan, was ich konnte, aber ich fürchte, es sind zu viele. Ja, hilft Olaf noch mit oder nicht? Ah, ich glaube, da wird sich der Hammer... Oh, da kommt Olaf. Schnappt er noch den Kill weg? Eine ja. Ah, der Olaf. Ja, da ist er einfach zu flink gewesen. Ja, aber hat er sie auch verdient, muss man sagen, also. Eine Nachricht von Olaf Grimzahn. Noch ein Schwächling fällt unter meine Axt. Ja, guter Mann, würde ich sagen. Ja, und da kennt er nichts. Da rückt er sofort wieder aus. Und jetzt gegen Sir William, ja, jetzt hier im 2 gegen 1. Hammer und Olaf, ja. Das wird sehr, sehr schwierig werden, außer er hat jetzt hier das glücklichste Content-Timing. Guck hier erstmal zu, aber Olaf scheint leider keine Leiter angebracht zu haben. Ansonsten wäre das tendenziell möglicherweise jetzt auch schon gefährlich geworden. Und ja, jetzt kommen die Ritter. Gucke nochmal ganz schnell nach hier unten, aber der Hammer, huch, Pechkipper verschüttet, wird hier mit seiner Armee das auch einfach ausstehen. Ja, da macht er nichts, gar nichts. Kommt nicht mal in die Burg rein. Also ja, wenn er voll ausgebaut ist, ist er natürlich trotzdem nicht zu unterschätzen. Und jetzt wagt sich sogar Olaf hier mit seinen ganzen Schützen richtig, richtig weit nach vorne. Könnte gar nicht verkehrt sein, weil die natürlich auch immer für Ablenkung sorgen hier für die Ritter. Die nehmen so ein bisschen den Beschuss auf sich und ja, kommen hier halt regelrecht einfach mal durch. Aber jetzt greift der Hammer so oder so an. Ja, weiß ich nicht. Wie viel hat der Sir William hier? Wirklich viel hat er noch nicht. Goldvorräte? Ja, uff, der hat noch richtig viel Gold. Der liegt jetzt erst richtig los mit dem Rekrutieren. Uff. Der hat aber ein ganz, ganz fettes Goldpolster. Jetzt muss er sich aber beeilen. Weil das ist schon eine ordentliche Watsche hier vom Hammer. Und er hat halt nur Bogenschützen. Oh, jetzt hat er den Turm fix wieder nachgebaut. Ah, das ist glaube ich ein Fehler, was er hier macht. Ist schon so halb rausgerannt. Hat so ein bisschen seine Truppen da verheizt. Na gut, oh, an der Stelle war das aber richtig gut, muss man sagen. Wird definitiv nicht tödlich werden, aber die Ritter, die tun aber mal so richtig weh. Und dennoch in Kombination mit Olaf, der jetzt auch mitmacht. Ja, mal gucken. Ihr könnt mir vorstellen, Olaf kommt bestimmt in Kürze wieder raus hier, wa? Ja, seine... Huch, ganz so schnell wollte ich gar nicht. Ah ja, da kommt er. Ja, das wäre natürlich auch ein Ding, aber sieht mir fast danach aus. Er hat halt noch so ein fettes Goldpolster. Sir William hat sich in der Zeit jetzt natürlich schon ordentlich hochrekrutiert. Aber er scheint auch wieder keine Leiter angebracht zu haben. Schade. Das wäre natürlich auch herrlich, wenn er da mal so einen richtig dicken Knubbel-Streitkolbenkämpfer durchbringt. Oh, Burg ist offen. Ah, ist gar nicht so gut gewesen. Wäre natürlich viel besser, wenn die Ritter in der Zeit noch weiter außen rum reiten und seine ganze Wirtschaft lahmlegen, weil jetzt ist sein Goldpolster nämlich auch weg. Ne, also Speed-Up brauche ich da nicht machen. Da kann man sich jetzt nochmal kurz den Sachverhalt angucken. Jo, da kommen die Ritter. Ist halt auch eine sehr, sehr schöne Kombination von den Rittern und berittenen Bogenschützen. Eben genau die gleiche Synergie.
dass die das Feuer auf sich lenken und die Ritter in der Zeit besser durchkommen, ist natürlich auch eine teure Kombi, muss man dazu sagen. Also, das muss sich die KI auch erstmal leisten können. Jo, der wird jetzt hier komplett im Grund und Boden geschossen, ey Junge. Da sind noch gar nicht so viele harte Gepanzerte vom Hammer, muss man sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht nochmal gegensteuern kann. Gerade wenn man bedenkt, jo, dass Sir William natürlich auch positiven Angstfaktor hat. Und der Hammer eben negativen. Vielleicht große Chance für Olaf, Fragezeichen. Wenn der sich jetzt schnell beeilt, hier keine Steine mehr nachkommen, die Burg offen bleibt und irgendwas kommt da immer noch hinterher, das würde ich dem Jungen ja gönnen. Jo, da kommt der. Jetzt bin ich gespannt. Kann Sir William in der Zeit noch seine Burg zubauen? Und oh, das sind so viele. Los, Olaf, los. Oh, haha. Das ist ein ordentlich mächtiger Knubbel. Ja, nee, komm. Den knubbelt der weg, jawohl. Der König wird euch dafür bezahlen lassen. Ja, wir werden sehen, denn jetzt steht das 1:1. Eine Nachricht von Olaf Grimzahn. Noch ein Schwächling fällt unter meiner Axt. Jawohl. So, wir gucken uns mal die Statistik an. Ja, ohne Frage. Olaf Grimzahn, hier mächtigster Herrscher gewesen. Hat das Spiel quasi mit seinem guten Druck auf Lady Saren den Weg geebnet und sich dann selber noch 2 Kills geholt. Gerade der eine geklaute Kill, das war schon herrlich. Ja, aber ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen längeres Spiel, oder? Denn würde ich sagen, wie mache ich die Anordnung hier? Vielleicht mach ich mal Sir Grey hier auf die Seite. Ja, und dann gucken wir uns einfach mal an, was sich da ergibt. Also das ist jetzt hier nochmal die Entscheidungsrunde. Ja, jetzt hat hier zumindest auf der Seite vermeintlich der Hammer deutlich mehr Ruhe. Ich mache gleich mal ein bisschen schneller. Bisher ist der Hammer ja hier immer sehr unter Druck gewesen von Sir Grey und Sir William. Dadurch konnte er sich anfangs immer nur gemächlich ausbauen, aber jetzt hier mit Lady Saren auf der Seite sollte er deutlich mehr Ruhe haben. Gerade wenn Olaf hier gleich auch schon wieder so einen Stress macht. Jo, richtig fett Eisenminen abgeräumt, also wirtschaftlich ist das auf jeden Fall schon ordentlicher Schaden. Jo, noch eine Eisenmine. Was macht der Junge denn? Ah, da ist er jetzt so ein bisschen reingerannt. Interessant. Aber ich meine, spätestens wenn der Hammer seine Tribocke ausgebaut hat, wird es natürlich so oder so eklig werden. Ja, mal gucken. Also hier vorne die Käsereien hat der Hammer sich einfach geschnappt. Aber sollte nicht allzu schlimm sein. Ist halt Farmland, was Lady Saren dafür selber nicht nutzen kann. Oh, und jetzt hat er sogar schon eine Mange. Und scheppert hier so ein bisschen rüber. Ja, bum bum. Und Olaf geht anscheinend auch auf sie. Also ja, sie ist natürlich hier so ein bisschen das schwache Glied, was die beiden sich rausgepickt haben. Aber gut, das müssen sie auch. Wie gesagt, sie sind in Unterzahl und jetzt rückt Olaf tatsächlich schon aus. Könnte mir sogar vorstellen, ich glaube, sie hat sogar noch weniger Truppen als beim letzten Mal. Ah, hat ganz knapp nicht gereicht und ich treffe den Lord oder die Lady nicht. Mal gucken. Ja, gut, der Angriff von Sir William hier in der ersten Reihe ganz locker weggesteckt. Dazu müssten sogar Ausfalltruppen da oben sein und Olaf, ja, nimmt Lady Saren hier eine Eisenmine, ich glaube 4 Stück. Im einen Rutsch gerade mitgenommen. Oh, da sind schon wieder welche am Start gewesen. Aber oh, ich muss aufpassen. Sir Grey greift hier die Olaf an. Und das darf ich gar nicht unterschätzen, die paar Schwertkämpfer. Du Scheiße, wie weit die kommen.
Und jetzt macht er hier unten selber so einen Stress mit seinen Lanzenträgern. Der rennt hier einfach durch das schöne Flussdorf, bekämpft hier unten die Bewohner. Oh, das hat aber richtig wehgetan. Ja, mal gucken. Könnt ihr mir vorstellen, dass der Hammer... Oh krass, sie hat ihren Pechkessel gebaut. Diese Länderei gehört der Kirche. Hinfort! Oh, hä? Ihr könnt mir vorstellen, wenn Lady Saren das nochmal irgendwie überlebt und, Sir William eilt ihr zu Hilfe. Jo, sie überlebt das tatsächlich nochmal. Uff. Weil das sah gerade schon ganz, ganz eine düster aus. Oh! Odin, verlass mich jetzt nicht! Ach, du ahnst nicht, Olaf hat einfach einen Abgang gemacht. Heieiei, Sir Grey. Der hat ihn einmal weggeräumt. Olaf Grimzahn. Das Gelage von Valhalla erwartet mich. Ja, mach es gut, Olaf. Ich wollte nämlich gerade sagen, also Lady Saren wird hier, glaube ich, gar nichts mehr hinbekommen. Hervorragend. Dieses Monstrum sehen wir so schnell nicht wieder. Und gerade sah es eigentlich sehr, sehr stark danach aus, ja, dass sich der Hammer Lady Saren wegholt und dass Chancen hier eigentlich eher für das untere Team stehen. Aber gut, jetzt sehen wir hier gleich einen schönen Angriff wieder von Sir Grey. Und er hält den Druck auf den Hammer jetzt aufrecht. Der steht eigentlich ganz stabil. Jo, über 200 Truppen hat er schon. Ja, von Sir William. Der ist da hinten in seiner Ecke so sicher. Der wird halt erst ganz zum Ende angegriffen. Ja, aber Lady Saren, die kriegt hier nix, gar nichts auf die Kette. Vielleicht schafft der Hammer da trotzdem noch, sie wegzuholen. Ich meine, er ist jetzt hier komplett ausgebaut, er steht sicher. Ich könnte mir vorstellen, jo, der Angriff wird hier nicht mal so richtig rankommen. Er hat jetzt auch seine Stelle anscheinend ausgebaut. Oh, was ist von hier unten? Oh, Sir Grey kommt über Leitern hoch. Interessant. Das ist doch nochmal eine interessante Entwicklung. Dass der hier die Truppen wegsnackt. Ja, 226. Mal gucken. Wie sieht das bei ihr aus? Ich glaube, so minimal mehr Truppen hat sie jetzt aber. Ja, der Hammer, wenn er ernst machen will, müsste er halt jetzt irgendwann mal angreifen. Ansonsten, je mehr Zeit verstreicht, denke ich, umso schlimmer wird es für ihn werden. Ja, da braucht er hinten natürlich nicht rumrennen. Er muss hier vorne einmal aufmachen. Oh, interessant, da kommt er jetzt wirklich. Oh. Ja, Pechkipper. Aber jetzt ist der Turm weg. Jetzt ist der Turm weg. Er strömt mit seinen ganzen Schwertkämpfern da rein. Oh, und jetzt gerade kommt Sir William noch. Aber ich glaube, das wird sie doch nochmal übernehmen. Haben gerade die Schwertkämpfer von Sir William da geholfen? Uff, das wäre ja eine richtig krasse Lebensrettungsaktion. Eigentlich war das doch ihr sicherer Tod, wenn er da mit seinen Schwertkämpfern durchgekommen wäre. Ja, ich glaube, er wird jetzt selber einfach weggeholt. Ja, das war der alles oder nix Moment für ihn, wie eine mir das scheint. An diesen Tag werdet ihr euch mit Bedauern erinnern. Das war der Alles-oder-nix-Moment. Jetzt kommen hier Sir William und auch Sir Grey mit ihren ganzen Schwertkämpfern und seine ganzen Schützen sind jetzt nicht da. Das würde mit dem Hammer gewesen sein. Ja, schade. Das letzte Spiel war richtig abwechslungsreich. Kette ist ihm auch gegönnt, dass er da nochmal eine kleine Wendung erfährt, aber... Eine Nachricht vom Hammer. Ich gebe auf. Ja, letztlich hat sich da Endergebnis 2:1 das Dreierteam doch nochmal durchgesetzt. Jo, der Hammer, ja, denke zu Recht jetzt hier im letzten Spiel als mächtigster Herrscher gewertet. Also da hat er dem Spiel schon seinen Stempel aufgedrückt. Olaf, ja, der ist leider relativ fix gestorben. Und Lady Saren war eigentlich, er hat nur ganz minimal mehr Gold als Olaf gemacht, obwohl er die ganze Zeit tot gewesen ist. Ja, die hat wirklich die ganze Zeit mit einem seidenen Faden am Tod gehangen. Sir Grey hier auch wieder die meisten Truppen. Jo,
Das war doch mal ein ganz nettes 2 gegen 3 Konstellation. Gerade mit den beiden Karten funktioniert das ja immer wunderbar. Und was dann als nächstes kommt, wir werden sehen. Aber eins ist sicher, alles wird gut. Das war viel zu leicht. Ihr seid kein Kämpfer, ihr seid ein Bauer. Haltet euch wacker, Männer. Zeigt keine Furcht. Ha! Damit macht ihr meine Berserker nur noch wütender.